Morgen, herzlich willkommen zu CMC Espresso, zur neuen Sendung hier auf CMC TV. Tja, die einen haben gemeint, Dezember dieses Jahr wäre die richtige Fristverlängerung, die anderen meinten Juni. Am Ende kam dann der typische Brüsseler Kompromiss raus, Ende Oktober soll es jetzt sein, mit der Fristverlängerung. Bis dahin sollen die Briten raus sein, am besten aber auch schon davor. Also, niemand war interessiert an einem harten, vertragslosen Brexit, und das ist jetzt auch die Botschaft für die Märkte. Es geht also so weiter wie gehabt. Es gibt keine Entscheidung, sondern weiterhin eine Irrfahrt in der britischen Politik, auf die sich die Märkte nicht einstellen können. Also wird das Thema erst einmal durchgewunken vom DAX. Die Kursreaktion ist gleich null. Mehr Zeit hat auch der CEO von der Deutschen Bank, von dem CEO der Commerzbank, für die Verhandlungen um einen Firmenzusammenschluss gefordert. Die Deutsche Bank benötige mehr Zeit, um sich zu entscheiden und das Ganze zu prüfen, und sei überdessen nicht bereit, einen Aufpreis in irgendeiner Form für die Commerzbank-Anteile zu bezahlen. Schlechte Nachricht also heute für die Commerzbank-Aktie, die ja doch in der Erwartung, dass die Deutsche Bank, wenn dann einen ganz guten Preis zahlen wird, eher gestiegen ist. Von einem Vertreter der EZB, von dem Herrn Kerr, war gestern Abend dann noch zu hören, dass es nicht die Aufgabe der EZB sei, die Banken zu retten, was ein wenig so ein bisschen eine passiv-aggressive Art und Weise ist, zu sagen, dass die Zinswende bei der EZB niemals ankommen wird, also die Zinsen hier für längere Zeit dann auch noch tief sein werden. In den USA gab es dann, was die Banken angeht, eine ziemlich emotional angespannte Anhörung vor einem Ausschuss im Repräsentantenhaus, in dem mehrere hochrangige Bankenvorstände angehört wurden, über den Zustand ihrer Industrie 10 Jahre nach der Finanzkrise. Denn das Finanzaktien gestern an der Wall Street hat das ein bisschen belastet. Aber Schlüsselerkenntnis aus dieser Anhörung ist, dass nichts wirklich Neues dabei rauskam. Die amerikanische Finanzindustrie ist in einer viel besseren Lage, als sie es vor 10 Jahren gewesen ist. Also ein bisschen der Key-Takeaway, Schlüsselerkenntnis aus dieser Anhörung. Von der EZB-Sitzung gestern, 14:30 Uhr, Mario Draghi in der Pressekonferenz, gab es nicht wirklich etwas Entscheidendes Neues. Die EZB ist jetzt wie die Fed in so einer abwartenden Haltung. Die Details zu den Langfristtendern, die kommen erst in den kommenden EZB-Sitzungen. Man wolle die Datenlage hier erst abwarten. So war es dann gestern eben zu hören. Was für mich so ein Schlüsselmoment war, als hier von der Financial Times eine Journalistin fragte, wie sieht es denn eigentlich mit dieser Inflationserwartungen aus, die sind ja deutlich zurückgekommen. Ist das nicht wie in der Vergangenheit ein Hinweis, dass die EZB vor einem neuen geldpolitischen QE-Programm stünde? Und da sagte Mario Draghi dann, ja, es gibt zwar eine Abkühlung des Wachstums in der Eurozone, und daher gehen auch die Inflationserwartungen zurück, weil natürlich die Märkte erwarten, dass vom Arbeitsmarkt weniger Lohndruck kommen wird. Das sei aber, ungleich zu 2016, sagte Draghi, seien keine Hinweise heute zu erkennen für systemische Probleme. Und gibt es also jetzt keinen Grund, ein neues quantitatives Lockerungsprogramm zu initiieren. Also jetzt wartet man darauf, was grundsätzlich als erstes passieren wird, und das gilt auch für die Fed, kommt als erstes die Konjunktur aus der Talzone und geht wieder in Richtung Wachstum, oder wenn das dann zu lange dauert, kommen dann als erstes die Aktienkurse wieder runter, um sich auf das tiefere Wachstum anzupassen. Das ist so ein bisschen das Spiel, in dem wir uns jetzt befinden, also ein bisschen eine abwartende Lage, und Sell-in May, die Saisonalität, kommt natürlich jetzt so langsam, aber sicher auch mit ins Spiel. Die Stimmung wurde gestern dann am Abend nochmal gestützt von Aussagen des amerikanischen Finanzministers, wonach man sich mit den Chinesen bei der Frage in vielen Punkten geeinigt habe, wie man die ganzen beschlossenen Punkte in einem neuen Handelsvertrag, so er denn zustande kommt, am Ende umsetzen soll. So soll es jetzt einen gemeinsamen US-chinesischen Ausschuss geben, der danach dann installiert wird, wenn man sich mal geeinigt hat, und der sicherstellen soll, dass mit der Compliance hier mit rechten Dingen zugeht, dass sich also beide Parteien dann auch an das Beschlossene halten werden. Das war also einer der Knackpunkte, oder der eine Knackpunkt, der noch nicht so ganz klar war. Der andere, da geht es immer noch um die Frage geistiges Eigentum. Da gab es noch keine Fortschritte, aber zumindest in dem Punkt, was die Compliance angeht, da gibt es Fortschritte. Das stützte gestern die Stimmung. Der DAX, der sitzt nach wie vor auf der Unterstützung bei 11.835. So kann ich es Ihnen zeigen. Damit ist er, solange er da drüber ist, grundsätzlich in der Lage, nochmal die Hochs zu testen, um zu gucken, okay,
kommen wir hier im Bereich von 12.000 nach oben weiter oder nicht? Also der Test kann anstehen. Auf der anderen Seite 11.835 sind eine ganz gute Orientierung auf der Unterseite. Als wichtiger Support sollte man da drunter rutschen, wäre dann die 200-Tage-Linie. Wie gestern auch schon, gleiche Situation, mögliche Zielzone. Ich wünsche Ihnen an der Stelle einen erfolgreichen Handelstag und ja, in dem Sinne machen Sie es gut. Viel Erfolg. Servus. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube-Kanal und erhalten Sie immer die neuesten Analysen und Trading-Strategien.